Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen DIY. Heute kümmern wir uns um Wachsmalstiftreste. Ja, die braucht man nicht unbedingt wegschmeißen, daraus kann man was ganz, ganz Tolles Neues machen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht eine Silikonform, die auch Backofen geeignet ist, verschiedene Wachsmalstifte oder eben Wachsmalstiftreste, eine Unterlage oder ein Brett und ein Messer und natürlich einen Backofen, den wir jetzt am besten schon mal auf 100 Grad vorheizen, und in der Zeit werden wir jetzt unsere Wachsmalstifte alle zerkleinern. Wenn ihr fertig seid mit Zerkleinern, dann könnt ihr sie, so wie ihr gerne wollt, in die Muffinförmchen geben, bzw. in die Silikonförmchen. Ich habe jetzt einfach wild gemischt, habe auch hier die ganz kleinen Reste. Timo sagte, packt die doch einfach mit rein, die schmelzen ja dann auch. Wenn ihr sie jetzt alles eingefüllt habt, gebt ihr sie jetzt einfach in den vorgeheizten Backofen für 15 bis 20 Minuten, bis es wirklich komplett flüssig alles ist. Wenn eure Wachsmalstifte bzw. eure Reste jetzt alle geschmolzen sind, könnt ihr zum Beispiel mit dem Schachtelspießer nochmal so ein Muster reinmalen, ein bisschen verschönern noch und lasst sie dann irgendwo abkühlen. Ihr müsst aufpassen, dass die Kinder da nicht rankommen derzeit, weil die super heiß sind noch. Und ich werde sie jetzt erstmal oben auf den Schrank stellen und dann werden wir uns gleich sehen, wenn sie alle hart geworden sind. So sehen die jetzt in fertig aus. Ich habe die jetzt schon mal aus der Silikonform gelöst und ja, so sehen jetzt total tolle... Oh. Sie sind fertig. Ich habe sie jetzt aus der Silikonform gelöst und jetzt können eure Kinder drauf losmalen. Ihr braucht jetzt keine Wachsmalstiftreste mehr wegschmeißen, sondern sammelt sie am besten einfach in einer Box und macht daraus neue. Ich habe jetzt auch immer ein, zwei bei langen Fahrten mit. So können die Kinder ein bisschen malen, haben gleich verschiedene Farben dabei. Und sie sind einfach total schön. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich auch aufs nächste DIY mit euch. Tschüss, ihr Lieben!